So, wir wechseln direkt und gehen in die Blue Box. Eine 10er Blue Box, meine Damen und Herren. Ganz, ganz selten müssen wir ganz weit zurückblicken in die Geschichtsbücher. 10er Box in der Blue Box. 14.124 um 8:50 Uhr. Das wird unsere erste Box sein, tatsächlich. Wo kommt dann für die Damen und Herren, die Hedge-Auflösung traden, 14.124. Auch hier in diesem Niveau wird die Vola-Box rauskommen. 14.124 in circa 10 Minuten. Guten Morgen. Die gestern durch ein Gap-Up am Montag entstanden sind. Das heißt, wichtige Kursmarken wären das Hoch von gestern, was aktuell circa 40 Punkte entfernt liegt. Gap-Close gestern ist noch sozusagen gemacht worden, hier mit dieser kleinen Kerze auf der Unterseite. Auch nur 60 Punkte entfernt. Das heißt, nach oben und unten ist ein bisschen Luft grundsätzlich da. Die Wir einzige sind short im Herausforderung. ersten Trade. Entschuldigung, wollte nicht in dein Wort fallen. Ich wollte nur wegen diesem YouTube. Ganz kurz, wir sind short im ersten Trade und gebe sofort das Wort wieder zurück an Christoph. Also 14.114 und unser Gewinnziel liegt bei 14.109. Vorsicht walten lassen, was die Berechnung der Vola-Boxen angeht, weil gestern der Markt halt sehr dünn war. Ja, speziell am Nachmittag fehlt natürlich komplett das Volumen und die Impulse aus USA. Das sollte man zumindest auf dem Schirm haben. Ich denke mal, dass diese Vola-Box zum Beispiel, die jetzt direkt hier auf dem Kurs liegt, die wäre für mich zum Beispiel nicht so interessant, weil sie einfach nur dadurch sich hier so Stück für Stück weiter, sieht man ja auch verändert hat, weil gestern einfach gar nichts mehr passiert ist. Also ein bisschen mit Feingefühl heute Morgen rangehen. Die Volatilität wird sich heute sicherlich im Laufe des Tages wieder aufbauen. Die US-Märkte werden heute Nachmittag wieder mit dazukommen. Wenn das so bleibt, müsste USA, wenn ich das So, wir vorsichtig. sind kurz, Entschuldigung, Christoph, wir sind kurz vom Landeanflug. Der Trade ist gleich in den Gewinn. 10.109. 2 Minuten noch. Michael, wenn du die Vola-Box zu, wenn du die Blue Box zum Hedge-Auflösungstrade machst, ja, dann würde ich trotzdem auf 15 Punkte gehen. So, und wir sehen sehr, sehr dünn. 32 Sekunden noch. Und ich gehe nochmal rüber zu Christoph. Ich falle leider Gottes, tut mir leid, keine nette Art, aber 2 Minuten, 2 Punkte noch. So, Christoph. Wir sehen, es hat ein halber Punkt gefehlt. Ab dem zweiten gehen wir auf angepasst, auch hier bei den Blue Boxen, unabhängig jetzt davon. Und auf der linken Seite wird wohl gleich auch bei 21 eine Vola-Box kommen, die dicht auch dran ist bei dem Daily Pivot. So, das heißt, doppeltes Risiko würde ich jetzt hier auch ungern gehen, sondern wir haben uns jetzt für die blaue Box hier entschieden. Und die treten wir einmal. Und wir sind jetzt direkt fast auf dem gleichen Niveau wie die Vola-Box auf der linken Seite. Es ist 9 Uhr und müssen noch mal die Glocke hier. Bisschen verspätet heute hier in Hamburg. Okay, wir platzieren aber unterhalb schon mal die 89. 89 Long, 74 Short und 14.124 dann Long. Jetzt sind wir im zweiten Trade Long mit den Blue Boxen. Angepasst gehen wir hier oben hoch auf die 50er Marke. 50er Marke im zweiten Trade sind wir Long jetzt. Und jetzt sind wir im dritten Trade. Und wir spekulieren auf die Big Number. 89 wäre unsere Marke. Warum 89? Das ist die nächste Vola-Box dort unten, die wir erstmal als Zielmarke nehmen können.
sich im dritten Trade. Übergebe kurz das Wort an den Christoph. Ja, hat die Möglichkeit jetzt auszusteigen. Wir spekulieren auf die 89. Das ist die nächste Volabox, die wir auch dann auf der linken Seite aktiviert haben. 0,02. 0,02 aktuell sind wir vorne. Big Number jetzt. Angriff. 89 spekulieren wir drauf. Und alle, die den Hedge-Auflösungstrade machen wollen, haben jetzt die Möglichkeit oder sind draußen. So. Dann schauen wir mal. 14,99 jetzt gehandelt. So, 0,04. Die blaue Linie zeichnet uns unser Take Profit an. Da wollen wir raus. 97 gehandelt. So, jetzt sind wir im vierten Trade. Und auch hier gehen wir hoch auf die 44, wenn er durchstarten möchte. 14.144 kurz vor dem 38er Retracement bei 45. Wenn er nach oben möchte. Ansonsten wäre der fünfte Trade dann schon wieder in Vorbereitung und dann benötigten wir eigentlich, um das Ziel zu erreichen, nur noch die 14.100. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Kurs hier entwickelt. 27 jetzt. Zehn Minuten erst, jetzt 9.08 Uhr. Ja, 9.08 Uhr. Die Trading Range hier 45 Punkte aktuell, also 45 Punkte und wir sind um und bei den Daily Pivot. Oh. Jetzt ist der fünfte am Start und wir brauchen jetzt bis zur Big Number das Ziel. Und jetzt schauen wir mal, ob es dahin läuft. Wir können das Ganze auch schon mal vorweg ein bisschen weiter nach unten ziehen. Wir sind im fünften Trade. Ein Big Number. Gestrichelte Linie. Wir nehmen das Schloss schon mal raus. Das Zeichen für den Landeanflug eventuell, wenn es schnell gehen soll. Und jetzt wieder das Schloss davor. Zack. Also Kurs geht nochmal nach oben. 14.120, 1.21. So, jetzt wird's warm. Sechster Trade. Uhr 15, Daily Pivot 14.116. Angepasst und wir sind im siebten Trade. Wir
Wir nehmen das Schloss raus. So, siebter Trade mit einer 10er Box. Das braucht auch keiner auf den Dienstag. Jetzt schauen wir mal, ob der Korken hier sich in die eine oder andere Richtung bewegt. Schloss wieder vor. So. So, Schloss wieder raus. So, die blaue gestrichelte Linie ist unser Gewinnziel. Nähern uns. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Flackern hier im Auge. Dann kommt, es kommt eine orangene Box hier noch rein. So, Gewinnziel ist gleich erreicht und wir versuchen jetzt ein bisschen mehr mitzunehmen. Big Number, Spekulation da drauf. Oh la la, das hat sich gelohnt und es geht jetzt natürlich weiter noch runter. Also, so und ich verabschiede mich jetzt gerade bei den YouTubern. Also, wir machen hier im Live-Trading-Raum weiter. Wir haben die nächste Box bei 14,89 zu 14,74 und wir hören uns morgen wieder. 0,44%.